gehört zu werden mit etwas, was uns bewegt. Und das ist ja schon auch ein sofort auch für mich ein sehr weibliches Thema. Gehört werden, zuhören, sich austauschen, miteinander da sein. Ja, wie ist das für dich? Hallo und herzlich willkommen im Studio S, der Kanal für stimmiger Leben. Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Gila Antara, beziehungsweise du, liebe Gila, du möchtest mich heute interviewen. Das ist irgendwie ganz neu für mich, diese Rolle. Ich freue mich drauf. Schön, dass du dich drauf einlässt. Ja. Liebe Sandra, ich freue mich auch und für mich ist das auch ganz neu. Ich bin keine, die, ich glaube, ich habe noch nie jemand interviewt. Toll, dass wir uns darauf einlassen. Einfach so mal reinspringen. Ja? Wir haben uns viel schon ausgetauscht, wir beide. Und ich habe viel von dir mitbekommen, von deiner großen Indienreise im letzten Jahr. Und außerdem weiß ich, dass du diesen wundervollen Kanal, Videokanal Stimmiger Leben, auf dem man uns ja jetzt gerade sieht, gegründet hast. Stimmiger Leben hat ja auch schon ganz viel mit Weiblichkeit zu tun. Mich würde mal ganz am Anfang interessieren, was hat dich eigentlich bewegt, diesen Kanal zu gründen und mit diesem Titel Stimmiger Leben? Was ist da dein... Ja, dein Wunsch, deine Sehnsucht gewesen. Was wolltest du da in die Welt bringen? Also angefangen hat es mit einem ganz persönlichen Thema und das ist interessanter, hatte ich eine Frau gefragt, die Maria Seiler, eine Kollegin von unserem Zentrum für Salutogenese, mit der ich auch eine sehr tiefe Verbindung habe. Und ich hatte eine Tumorerkrankung und hatte sie gebeten, ob sie mich da interviewen könnte über meinen Kanal, der schon bestand, aber nicht Stimmiger Leben hieß, weil ich das Gefühl hatte, ich möchte etwas teilen und in die Welt tragen, wo ich mich als Frau mit dieser Thematik vielleicht auch nicht so ganz gesehen gefühlt habe und gehört gefühlt habe. Und da ging es gar nicht um das Drama, das ich da vielleicht erlebt habe und durchlebt habe, sondern ich wollte es einfach teilen, damit ja, die Stimme rauskommt, in die Welt kommt und dass sich da vielleicht auch auf unserer kulturellen Ebene mal was verändert, dass wir mehr über so wichtige Themen sprechen. Und sie hat es gemacht und da gibt es auch zwei Sendungen dazu. Und dann war das wie ein Öffnen in mir nach diesem Gespräch. Ich habe mich total erleichtert gefühlt und geöffnet gefühlt und inspiriert gefühlt. Und plötzlich hatte ich die Idee, ich möchte Menschen interviewen und fragen. Und dann ist innerhalb von 4 Wochen ist die Homepage entstanden. Die habe ich alles selber kreiert sozusagen. Also das ist eine fertige Baustein, die man sich da einkauft und dann kreiert man das selber auch mit größtenteils eigenen Bildern. Und das Eingangsbild ist auch ein Bild vom Himalaya auf der Homepage. Und dann ist es sofort entstanden, wen ich interviewen möchte, zu welchen Themen und eben auch das Wort stimmiger Leben. Und stimmiger Leben, da steckt ja auch Stimme drin und auch den Bezug zur weiblichen, zu dem weiblichen Organ. Da kannst du vielleicht noch mehr später dazu sagen. Und für mich ist stimmiger Leben einfach eine Annäherung. Es ist nicht irgendwie was Fixes, also deswegen auch nicht stimmig leben. Ich möchte niemandem erzählen, wie stimmiges Leben geht, sondern im Endeffekt soll der Kanal anregen, das mal zu hinterfragen und also bei sich selbst und zu gucken, ist mein Leben stimmig und wie kann ich mich immer mehr Stimmigkeit annähern? Und genau, und da möchte ich einfach Anregung, Inspiration geben. Das ist so die Idee des Kanals. Naja, bei mir kommt dann auch bei diesem stimmiger Stimme, hast du schon gesagt, ein Ausdruck geben, vielleicht auch, habe ich bei deinem Kanal immer das Gefühl, für das, was, es wird ja unglaublich viel heutzutage
an Videos gesendet und gezeigt, aber dass du auch mit ganz vielen Menschen Interviews führst zu Themen, die so dich und mich betreffen. Also die nicht jetzt unbedingt die großen spirituellen Meister aus Amerika sind, die da sprechen, sondern du und ich. Und da ist ja für mein Gefühl auch so ein Bedürfnis da drin, gehört zu werden mit etwas, was man vielleicht in seinem Alltag so gar nicht hört. Also gehört zu werden mit etwas, was uns bewegt. Und das ist ja schon auch sofort auch für mich ein sehr weibliches Thema. Gehört werden, zuhören, sich austauschen, miteinander da sein. Ja, wie ist das für dich? Ja, also mein Kanal ist eben ja auch so ein bisschen ganz atypisch von vielen anderen Kanälen. Ja? Er ist sehr entschleunigt. Das heißt, die Sendungen sind sehr lange. Das heißt auch, wer sich wirklich dafür interessiert, der nimmt sich dann Zeit und Raum, um in die Sendungen einzutauchen. Das heißt auch, während den Gesprächen ist ein Raum da, um wirklich in die Tiefe zu gehen und auch in so eine, ich sag mal, Co-Kreation zu kommen oder in der Kreativität. Das verbinde ich auch alles mit Weiblichkeit. Also raus aus dem Höher, weiter, schneller. Das Weiter, mit dem kann ich auch gut, aber tiefer, weiter, ruhiger, das würde ich jetzt auch mit weiblichen Qualitäten in Verbindung bringen. Und da so auch ich will jetzt nicht sagen Gegenpol, etwas Neues mit hinzuzunehmen, eben diese Qualitäten, die dann der Kanal mit sich bringt, das erstmal für viele Zuschauer wahrscheinlich ganz ungewöhnlich ist. Dass da langsam gesprochen wird, dass es da nicht irgendwelche Rangeleien gibt, wo nur irgendwelche Argumente ausgetauscht werden und das so auf so einer kognitiven Ebene nur abläuft, sondern wo, also das ist auch mein Anliegen, dass auch die Zuschauer mitfühlen können, ins Fühlen reinkommen und angeregt werden, selbst zu spüren, was machen die Themen mit einem. Ne? Die wir da besprechen. Ja, und ich hatte, wenn ich mich von dir habe interviewen lassen, auch immer das Gefühl, es lädt mich wirklich ein, mit mir ehrlich da zu sein. Also mit mir da zu sein. Nicht genau wie du es eben gesagt hast, nicht über irgendwelche abstrakten Themen zu reden, zu analysieren oder so, sondern mich zu zeigen, und Raum zu bekommen, mich da, ja, überhaupt das Gefühl zu haben, es möchte jemand sowas von mir wissen, was vielleicht gar nicht sowas dramatisch Großartiges ist, sondern das einfache, mein einfaches Fühlen, mein einfaches Sein, mein einfaches Dasein, so das habe ich sehr stark immer empfunden. Das ist schön, ja genau, das ist meine Absicht. Ich denke, wenn wir über Stimmigkeit sprechen, dann ist es eigentlich ein viel vertrauterer Zustand, wie wir den oft auf unserem Schirm haben. Wir denken, oh, das ist so was Außergewöhnliches. In Wirklichkeit ist eigentlich das, was beständig da ist, nur wir vergessen es, wir erinnern uns nicht dran. Ja? Und ja, und das ist eben diese vielleicht auch ein bisschen verrückte Zeit, dass man also auch wieder im positiven Sinn, dass man wieder das neu verrückt und wieder spürt, dass eigentlich das Vertrauen und die Stimmigkeit, mit der ich jetzt hier sitze und atme, oder dass hier jetzt gerade in meinem Körper Millionen von Vorgängen gleichzeitig stattfinden, ohne dass ich bewusst dran denke. Dass ja, die Naturrhythmen zum Beispiel einfach, ja, also da finde ich, sieht man es auch besonders. Und dass wir da wieder mehr unseren Fokus drauflegen auf das Selbstverständliche, was immer im Hintergrund schwingt. Und das möchte ich auch mit dem Kanal ein bisschen mehr in den Vordergrund bringen und wieder dieses Bewusstsein wecken, dahin zu gucken. Und ist das denn auch das, was du, wir haben uns ja heute getroffen, vor allem um über das Thema Weiblichkeit zu sprechen. Ist das auch schon, worüber du jetzt sprichst, das, was du als diese Weiblichkeit verstehst? Ja, das gehört auch mit dazu.
Und ich würde gerne ein Beispiel bringen und warum ich auch das Gefühl habe, es ist so ganz wichtig, über das Wort Weiblichkeit zu sprechen. Ich habe das Gefühl, in unserem Kulturkreis sind wir sehr stark erzogen in Richtung Leistung. Schnell, alles muss schnell gehen. Wir müssen Leistung bringen. Und viele Menschen sind sehr stressbeladen. Das empfinde ich auch als, also wenn man jetzt von der Muskelkraft her ausgeht oder so, das finde ich auch als männliche, sehr männliche Attribute. Und wenn ich jetzt mal so die Naturrhythmen mit reinnehme, dann ist es ungefähr so, also wir haben ja Tag-Nacht-Rhythmus und jetzt interessanterweise, heute ist ja Tag und Nacht gleich lang, ja? Herbstanfang. Also das heißt, eine sehr harmonische Zeit, was jetzt mal diese beiden, sagen wir mal, Kräfte, Dualitäten anbelangt. Dann verändert sich ja das im Laufe des Jahres, ne? Dass mal die Dunkelheit zunimmt, das, ab morgen ist das so der Fall. Kommt jetzt, ja. Und dann haben wir die Höchstzeit, die längste Nacht, wo einfach die Dunkelheit mehr herrscht. Und genauso geht es dann wieder in die andere Richtung. Und ich habe das Gefühl, wenn man das jetzt mit männlich und weiblich als Dualität verbindet, dass man sagt, der Tag ist männlich, das Aktive und die Nacht ist das Weibliche, das Passive, auch wo Regeneration stattfindet, wo, ja, wo Innenschau, das nach innen, das bisschen stillere, passivere, das, diese Attribute, diese weiblichen Attribute, dann habe ich so das Gefühl, unsere Gesellschaft jetzt so insgesamt mit diesem ganzen Stress und höher, weiter, schneller und dass wir ein bisschen aus dem Naturrhythmus rausfallen und dass uns das krank macht. Also es ist so, wie wenn wir immer die Sommersonnenwende leben wollen, ja, und festhalten wollen. Also wo der Tag ganz lang ist, wo man viel leistet und viel aktiv ist und viel im Außen ist und so. Und die Zeit zur Regeneration, die kriegt kaum mehr Raum. Ja, oder die wird auch wieder zur Leistung, weil man muss sich dann ganz schnell effektiv wieder resilienter werden, ja, also widerstandsfähig, noch leistungsfähiger, dass man gegen alle Widerstände von außen gewappnet ist und so weiter. Also das wird uns wieder irgendwie vielleicht auch eingeredet, dass wir wieder auf Leistung nur gucken. Und das Regenerieren ist auch wieder leistungsbezogen. Ja? Ich habe das selber erlebt, meditieren oder so, dass man dann da einen Stress macht. Ne? Also, wenn man denkt, ah, ich muss jetzt. Und ich denke, unsere Gesellschaft und gerade das. Wir dürfen das Weibliche wieder mehr einladen und entdecken. Ich glaube, wir haben es auch ein Stück weit verloren, wenn wir heute über Weiblichkeit sprechen, dass viele Menschen gar nicht wissen oder ja, das gar nicht mehr spüren, was das eigentlich heißt. Mal in den Tag hineinleben, dieses zeitlose Sein, diesen Raum geben für Intuition, die Intuition zu schulen, welche Stimme ist gerade präsent in mir und was will gehört werden, was ist wirklich bedeutsam und wichtig für mich jetzt im Augenblick. Und das geht nicht in zack, 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 sondern das braucht Schulung und das findet auch im Körper statt. Das findet nicht hier oben statt. Das Fühlen findet im Körper statt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir in diese Ebene mehr und mehr reinfinden und uns mehr und mehr wieder fühlen und spüren. Und zwar, was ist wirklich bedeutsam, dass das ganz wichtig ist. Ja, und ich glaube, dass wir ja gerade jetzt, also schon lange und gerade jetzt in dieser Zeit, die so unsicher ist für so viele von uns, dass dieses sich Zeit lassen, in die Stille kommen, fühlen, wo bin ich eigentlich, ja auch etwas ist, was, wie du gesagt hast, was wir fast verlernt haben. Und wenn wir dem wieder Raum geben, glaube ich, dass für viele Menschen da auch Ängste wohnen. Also Ängste,
Um Gottes Willen, was mache ich denn, wenn da Stille ist und keiner was sagt? Was mache ich denn, wenn mir nicht gleich eine große Inspiration kommt und ich sitze ganz lange da und tue gar nichts? Also diese Räume von Warten, Hören, Lauschen, still werden, sich fühlen, die müssen wir ja regelrecht wieder lernen. Und für manche von uns heißt es, glaube ich, auch durch Ängste zu gehen. Absolut, also da bin ich ganz bei dir und ich glaube, dass das auch ein kollektives Thema ist. Also, dass viele Menschen das gerade auch haben. Die Ängste vor der Stille, die Ängste vor der Einsamkeit, Ängste auch nicht geliebt zu werden, nicht dazugehören, isoliert zu sein. Und im Endeffekt ist ja dahinter irgendwie auch Todesangst, also Angst zu sterben. Ganz genau. Und genau, und natürlich schauen wir uns doch mal ein paar Generationen zurück. Ich meine, da war Krieg, da ist ganz viel passiert innerhalb der Menschen, auch natürlich die Zeit vorher schon. Man könnte weit zurückgucken, systemisch. Aber wenn man nur mal ein, zwei Generationen zurückschaut, nach dem Krieg, das war ja eine Flucht nach vorne. Und natürlich das auch anzuerkennen, dass in dem Materialismus, also zu gucken erstmal, dass der Überlebensinstinkt, ja, die Frauen, die ja da auch ganz viel geleistet haben, die geguckt haben, dass die Familien, dass die Kinder versorgt sind, dass wieder aufgebaut worden ist, ne? Also und so weiter. Also da war der Überlebensinstinkt war ganz wichtig, ne? Zu schauen, dass man was zu essen hat, Dach über dem Kopf und dass die Kinder versorgt sind und dass die wachsen und gedeihen können. Also so der, und ich glaube, in diesem Modus des Stresses sind wir irgendwo hängen geblieben. Und in diesem Überlebensinstinkt ist natürlich auch noch drin, dass auch ein Antrieb ist, nicht an das grausame Denken, was da passiert ist, an die vielen Toten, an das viele, was auch in unserem Land passiert ist, also was auch nicht richtig, glaube ich, auf einer emotionalen Ebene nicht verarbeitet ist, was auch ein Wahnsinn ist, was man vielleicht auch nie richtig verarbeiten kann. Und da gehört auch mehr und mehr noch, glaube ich, ja, systemisch aufgearbeitet, ja. Also da bin ich schon überzeugt. Und dass das unsere Gesellschaft einfach zeigt, dass dieses Flucht nach vorne Verhalten ein Teil des Überlebensinstinktes ist, dass man heute mal fragt, brauche ich noch das zum Überleben oder haben wir mal genug oder wie viel brauche ich denn zum Überleben? Ja, also dass das gesichert ist und wie viel ist gar nicht mehr realistisch, weil wir einfach gut überleben können, ist da auch ein zu viel. Und der zweite Punkt, glaube ich, ist eben das zu schauen, wie viel Fluchtverhalten ist da, um nicht diese unangenehmen Emotionen, die Ängste, die auch da vielleicht meine Großmütter hatten, ja, oder das, was sie erlebt haben an Missbrauchthemen, an Traumata und so weiter, auch da zu schauen, wie viel Flucht ist in dieses Flucht nach vorne Verhalten dabei. Und das kann natürlich, da gibt es auch keine pauschale Erklärung oder Heilung. Das kann nur jeder für sich gucken und sich dem stellen. Und das alles liegt, glaube ich, in dieser Stille. Auch in diesem stillen Raum der Weiblichkeit. In dem Moment, wo man da eintritt und die Ruhe zulässt, kommen natürlich die Ängste. Kommen die, ja, hauptsächlich die Ängste. Und ja, und die erstmal da sein lassen, denen erstmal Raum zu geben oder auch zu teilen mit anderen Menschen. Das ist dann schon mal leichter, dass man so einen Raum von einer Gemeinschaft von Menschen hat, die das aushalten. Aushalten, diese Stille aushalten, aushalten, wenn bei jemandem Angst kommt oder Trauer oder so und das in so einem, in einer geschützten Rahmen einfach so einen Raum hat dafür, ne? Und ich glaube, dass eben diese Flucht nach vorne, von der du sprichst, wo meine Eltern, die Generation meiner Eltern noch ganz stark mit unterwegs waren, die hat uns ja wirklich letzten Endes immer mehr dahin gebracht, wo wir jetzt sind, dass wir ja vollkommen
in allem zu viel haben und die Erde das gar nicht mehr tragen kann und alles so gar nicht mehr weitergeht. Also wir sind ja eigentlich kollektiv im Moment in einer Zeit, wo gerade das ganze Aufgebaute so aussieht, manchmal, als wenn gerade das alles kollabiert. Also als ob das alles am Zusammenbrechen ist. Also im Moment habe ich das Gefühl, geht es gar nicht mehr so stark um dieses Aufbauen, sondern um dieses, boah, wie gehe ich damit um, dass ich in einer Welt lebe, in der im Moment gerade so ziemlich alles, was mir bisher Sicherheit gegeben hat, sich mir den Boden unter den Füßen wegzieht. Es zwingt uns ja fast, entweder noch mehr zu versuchen, diese Orte von Angst und Unsicherheit zu vermeiden, weil das kaum aushaltbar ist, oder da wirklich reinzugehen und darauf zu vertrauen, dass in diesem Loslassen sich auch was Neues finden lässt. Ja? Ja, genau. Loslassen, das eine, und das andere ist natürlich auch darin, das wäre das größte Geschenk, sein eigenes Urvertrauen zu finden. Allerdings, ja. Und das ist ein großes Wort, und vielleicht können wir ja da noch später ein bisschen drüber reden, über das Wort Urvertrauen. Was mir noch einfällt, ist zu diesem Flucht nach vorne und auch was die letzten Generationen da gemacht haben, ist auch, glaube ich, ganz wichtig anzuerkennen, dass es ihnen meistens nicht möglich war, die Emotionen schon zu bearbeiten, diese Traumatisierungen in den Familien anzugucken, dass jetzt es auch die Zeit ist. Also dass jetzt auch der Abstand da ist, der gebraucht ist, um da nochmal hinzugucken. Es gibt jetzt auch die Therapeuten, es gibt auch die Menschen oder die Gruppen, die bereit sind, das anzuhören, das auszuhalten. Also der Abstand zu diesem Wahnsinn, was da passiert ist, ist jetzt da. Und jetzt ist, glaube ich, auch, dass man auch anerkennt, auch die Flucht nach vorne ist eine Flucht, aber die hat das Überleben der Familie gesichert. Weil an emotionalen Schmerz kann man auch sterben. Also es gibt das Broken Heart Syndrom und man kann wirklich an zu starken Emotionen zugrunde gehen. Und wenn ich so an meine Großmütter denke, an beide, dann die beide unglaublich viel erlebt haben, dann kann ich das auch nachvollziehen. Also bei der Oma mütterlicherseits, die hat auch dann ein Stück zugemacht, emotional. Und das kann ich ihr auch anerkennen, dass das ein Schutz war. Und genau, und ich brauche aber nicht ihr Modus und ihre Angst mit übernehmen. Also ich kann mich dem stellen, ich kann mich dem auf, ja, ich kann das auflösen. Und vielleicht ist es auch ein Stück weit mein Job, den ich mit reingebracht habe, dass ich das auflösen kann. Ja. Ja, da kommst du zu etwas, was mich ja sehr interessiert, wo ich dich gerne einladen möchte, ein bisschen darüber zu erzählen, nämlich dein eigener Weg. Also ich weiß, dass in dem letzten Jahr in deinem Leben viel passiert ist, du hast viel verändert, dir sind viele Dinge, neue Dinge begegnet, du hast viel Mut gehabt, etwas zu wandeln in deinem Leben. Aber wie ist denn dein eigener Weg dahin gewesen, dass du diesen Mut gefunden hast, dich dem Leben so, wie du es vielleicht jahrelang gelebt hast, zu stellen und zu sagen, es ändert sich was. Und ich habe den Mut, auf das Neue zuzugehen. Wie bist du dazu gekommen, diese Kappen und diese Zuversicht zu finden? Das wüsste ich gerne.